Ja, du fährst mit Christo und Ömer in ein Auto, weil die deine engsten und längsten Freunde sind, ja? Okay. Da fährst du mit denen, ich weiß nicht, wer der Fahrer ist, aber im Diamond. Ja. Und alle anderen hängen sich dann an dich dran. Okay. Dass du Bescheid weißt, okay? Alter, was geht denn hier ab, Digga? Wie viele Autos sind denn das? Ja, moin. Genossen, ja, die sitzen da. Kommt ihr bitte einmal alle mit Richtung Eingang. Definiert mich alle mit ein immer? Ja. Ich meine alle. Ja, wenn er alle sagt, bist du mit drin. Schatz, alle. Wo gucke ich hin? Weiter geradeaus, immer geradeaus gehen. Solange du dich nicht umdrehst, alles gut. Guck dem vor mir auf den Nacken. Nur nicht umdrehen. Wer ist das vor mir? Deine Tante. Sei nicht so nervös jetzt. Was bist du? Nein, ich bin hinter dir. Aber wer ist das vor mir, Digga? Breeze, Mann. Nein. T. Das ist doch T, seine Mütze, Mensch. Klar. Den kennst du nicht, nachdem er gestern deine Nase fast gebrochen hat? Nein, ich meine den ohne Mütze da vorne, mit den weißen Haaren. Den weißen Haaren? Ohne Mütze? Blaues Sakko, weiße Hose, schwarze Schuhe. Keine Ahnung. Okay, cool. Das wird Frank. Sehr gut. Ja. Kreis. Muss dich auf die Treppe stellen. Geht schon. Mit. Wohin? Oder hier hoch. Treppe saß mit den Stufen. Warum muss ich hier stehen? Weil hier das Brautpaar steht. Wie, gehen wir nicht rein? Kirche ist zu, glaube ich. Die Ehrenlosen. Ja. Hey Bräutigam, wie geht's dir? Ich stehe auf dem Podest und warte. Das ist sehr gut. Eier flattern, irgendwas? Ja, ich bin komplett nervös und habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich kotzen muss. Aber ja, sonst geht's mir gut, danke. Okay, perfekt. Ja. Die Richterin, die euch traut, ist jetzt auf dem Weg. Ja. Die hat ein bisschen Verspätung, aber die kommt gleich. Richterin? Okay. Ja, Richterin. Wer? Ich weiß tatsächlich nicht, wie sie heißt. Eigentlich hatten wir Delamotte eingeplant. Ja. Aber Delamotte erreichen wir nicht, also brauchen wir jetzt einen Backup-Plan. Sag deswegen nicht ist Williams, es jetzt eine Richterin. Digga. Wie heißt die, Freeze? Freeze? Wie heißt die? Ja, doch, Frank. Nein, das ist nicht euer Ernst. Wir konnten es nicht anders machen. Eigentlich sollte es Delamotte machen, Ernst. Aber den kriegen wir nicht ans Telefon. Der ist irgendwie out of order, keine Ahnung. Das ist nicht euer Ernst. Ja, haben ihn nicht gekriegt, den ganzen Tag nicht. Okay, ich muss auflegen. Willst du heiraten oder nicht? Ja, ich will heiraten. Siehst du. Ciao. Bis gleich. Williams traut mich. Ich will, dass ihr die offen, wenn die hier abhaut. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Alright, behaltet die im Blick. Findet raus, wo die ist. Findet raus alles raus, wo die danach hinfährt und sonst was. Schickt eine Person oder so, die nicht eingebunden ist in den Hochzeitsplan. Schickt ein oder zwei Personen los. Wir werden sie nie wieder so... Ja? Ich würde das Ömer und Christo machen lassen. Aber das Ding ist, wenn sie jetzt hier gleich verschwindet, dann werden sie am Casino das Ding crashen. Was? Die werden die Hochzeit am Casino crashen, wenn die jetzt gleich verschwindet. Ja, dann soll jemand, die nicht Christo und Ömer, aber irgendwelche anderen zwei sollen die. Einer reicht auch schon. Ich kümmere mich. Das hat jetzt mein Feeling für die Hochzeit komplett zerstört, Digga. Nee. Ich hab ne Idee. Aber hier gönn dir erstmal vom Herzen, dass du ein bisschen runterkommst.
Okay. Ich habe es extra besorgt, komm, ich stoße jetzt einmal an. Prost. Warte, warte. Links geht auch noch rein, Travis. Travis, gönn dir. Auf geht's. Prost, Bruder. Oh, ich muss gleich noch fahren. Scheißegal, Bruder. Du fährst beim Kiffen und sagst, du musst gleich noch fahren, Junge. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen, Bro. Ja. Boah. Kann das nicht endlich anfangen, dass Williams mich traut, ist so weird, Alter. Oh, shit. Egal, warte mal. Kann ich sie danach mitnehmen? Nein, lad sie zur Hochzeit ein. Ja, ja, deswegen ja. Lad sie zur Party ein und so. Ja, 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 ich hab schon, ja, ich klär das. Aber sag Sky und sag Rick nicht, dass ich dich beauftragt habe, okay? Oh, ja, okay. Weil er sagt, ich soll das selber machen, kann ich aber nicht, kann nicht mal reden, ich hab Angst zu kotzen. Aber egal, was du heute brauchst, sag Bescheid, ich regel das. Okay. Weil er in seinem Leben viel zu oft gemerkt hat, wie Menschen einfach so von heute auf morgen weg sein können. Er hat viel zu oft gemerkt, wie man Leute verlieren kann und mit denen nicht mehr das erleben konnte, was man mit ihnen erleben wollte. Und die Dame mir gegenüber, Candle, ist definitiv was ganz Besonderes, denn sie hat mich dazu gebracht, dass ich das mache. Natürlich spielt meine Vergangenheit dazu eine große Rolle, aber bei ihr habe ich da Bock drauf, so. Und ich bin mir auch ziemlich sicher mit meiner Entscheidung. Ich stehe hier in keinster Weise in Unsicherheit oder sonstigem. Ich bin mir komplett sicher und weiß, was ich hier tue. An alle meine Freunde, die denken, ich bin irgendwie drauf oder sowas. Ich bin glücklich darüber, dass es dazu gekommen ist. Ich bin glücklich darüber, dass ihr alle hier seid. Und ganz besonders glücklich bin ich darüber, dass du mir gegenüberstehst. Ich liebe dich und ich hoffe, wir bleiben bis zum Ende zusammen. Amen. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Das können die beiden mit Sicherheit gegeneinander besprechen. Ich erkläre sie nun Kraft meines Amtes für Mann und Frau. Sie dürfen ihre Braut küssen. Ja, komm, wir gehen ein bisschen auf, ja. Dann sehen die anderen das auch besser. Willow, ich sag dir! Mach dir Kussi-Kussi! Mit Zunge! Willow! Wo ist euer Ohr? Willow! Oh, hi, ja! Nur der HSV! Ja, nur der HSV! Das muss ich ja kommen! Hi, Bärchen! Nur der HSV! Hi, reden wir jetzt wieder leise. Werte Gäste, ich präsentiere Ihnen Mr. und Mrs. Steiner. Einmal einen fetten Applaus für die beiden. Lass doch mal rummachen fürs Entertainment. Okay, dann lass rummachen. Ja, mach rum mit mir. Ja, okay, dann. Mach den kaputt, Alter. Willu! Hey, Bärchen, was passiert jetzt? Keines. Ich hab noch nicht geheiratet. Müssen wir jetzt noch was sagen? Jetzt geht man. Nein, eigentlich nicht. Jetzt geht das Brautpaar vorweg. Okay. Ach, scheiße, dass wir keine Vorbereitung hatten. Läuft Musik dabei, während wir gehen? Das könnt ihr machen. Kann ich die anmachen? Natürlich. Geil. Oh nein. Es tut mir leid, Kendall. Ich darf die Musik anmachen für den Weg zum Auto. Wenn die Frau ja sagt, ja. Schatz, ja. Darf ich? Okay, ja. Perfekt. Ich habe da nämlich was aufgenommen im Radio. Oh nein! Ein gewichtigeres Spiel, wenigstens vom Körpergehalt her, steigt auf dem Opediker Sportplatz. Unter Leitung von Hoppi Korat spielen Prominente aus Holzwickede und Opediker zugunsten der Kirchenrenovierung.
Frau Steiner, Herr Steiner. Hi. Ich mach der Dame. Warte. Hört mal kurz alle zu. Ihr fahrt alle, wenn ihr Bock habt, dem Super Diamond hinterher. Wir machen Kolonne bis Casino. Chalas. Hat irgendjemand noch Platz? Dankeschön. Bitteschön. So ein Mongo. Boah, wie schön der Himmel aussieht. Guck mal, Baby. Bitte noch immer lauter, bitte. Boah, können wir nicht hier anhalten, gleich irgendwo ein Foto machen mit dem Hintergrund? Einfach hier so stehen bleiben, wie so ein Holzklotz. Macht man nicht irgendwelche komischen Sachen auf solchen Hochzeitsfotos? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie geheiratet. Du bist der alte Mann von uns. Na und? Ja, keine Ahnung. Wir können einfach rummachen auf dem Bild. Ja, okay, lass rummachen. Lass jetzt einfach rummachen, bis jemand ein Foto macht. Wollen wir noch weiter rummachen? Ja, die ganze Zeit. Baby, I smoke in my brain. Gib mir mal davon, Baby, ja, ich muss verdrehen. Trinke Jiggy Kontosen leer, während ich wieder ihre Telefonnummer wähl. Fick den Namen auf dem Display, wehtun, warte, es klingelt, Mailbox. Will was sagen, aber lass wieder leg auf. Geh raus, Tasch, Plastik, Packs, Plop. Bin kein Schwieger, so mit Wunsch raus. Meine Welt, Baby, immer schon das pure Chaos. Baby, schon uns daraus, nimm mir Angst vorm Durchdrehen. Nimm mir von der Hand zum Nutzen. Nimm mir Geld vor, bis Ende des Monats jeden Cent umdrehen. Nimm mir yeah, Justine, bis um 6 Uhr früh. Denn daraus gibt's viele Frauen, die wie sie sind. Wir haben keine Worte dafür. Wir merken nicht zwischen tausend Packs, dass wir sie gerade verlieren. Besser wenn du dich von mir fernhältst. Am Ende bring ich dich noch in Gefahr. Besser halt dich fern von mir. Es ist zu gefährlich hier. Nachts auf der Straße vermisst deine Scheißstimme. Der beste Beweis, dass ich nicht ganz alleine bin. In der Stadt, in der alle auf Jagd nach den Scheinen sind. Will ich dich und du mich auch, ich weiß, es macht keinen Sinn. Schließen die an? Noch ein paar Gäste einsammeln hier, ne? Wie geil ist der Kiez, Alter! Wie geil sind die Platz, Digga! Ehre, Alter! Die schließen hinten an, Digga! Ehre, Alter! Toll! Toll! Weißt du, wie hübsch du bist? Ja, viel Spaß! Ja, danke. Tschüss. Alter, guck mal, wie viele. Oh. Guck mal. Schatz, sie sind alle wegen uns hier, Frau Steiner. Hi. Frau Steiner! Wir ey, wir müssen noch zum Standesamt, ne? Ich weiß. Wann? Küss mich. Wir müssen jetzt hier, eigentlich müssen wir jetzt hier alle stehen und alle müssen uns beglückwünschen, aber machen die nicht. Herzlichen Glückwunsch euch zwei. Danke. Ich habe auch noch ein Geschenk für euch beide. Ja. Warte. Ja, lass mal ein Stück zur Seite hier, sonst wird das alles bitter machen. Gehen, kommt. Warte. Alter. Warte. Opa. Gehen wir jetzt rein, oder was? Ist noch nicht fertig, warte. Das ist alles mit dem Notizblock. Wer hat mir die Uhr gegeben? Ich, diesmal mein Opa. Nein. Oha, danke schön. Und auf dem Notizblock steht, für was das alles ist, okay? Okay, ich habe auch was für. Also ich habe eigentlich nur was für Kendall. Was geht? Was geht, Bruder? Ja, ich hab dir auch eine kleine von uns bei. Aber ich hab auch nicht das richtig gefühlt. Wie besser, was gibt's Besseres? Danke, Bro, vielen Dank. Derbe korrekt, dass ihr eben aufgeschlossen seid, das sah geil aus. Hä, wer ist das, dem Mädchen hier? Das bin ich eingeladen. Meine Frau. Was, das ist Kendall? Die Kerze? Ja. Du hast dich aber rausgeputzt.